Florian, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, Florian muss. Florian hat sowas was von Dickes verdient. Was war erst der Name noch? Ups. Huch. Wünscht Florian viel Glück auf ein überragendes Autogramm. Danach haben wir dann noch die Light von Jungi und dann die Hobby von Benjamin. Und dann haben wir hier reingeschnökert in die ersten Chrome-Boxen. Florian, dein erstes Pack. Dein erstes Pack startet mit Array MB, Lautaro Martinez und einen N'Golo Kanté zu 125. Kanté 125 ist nicht verkehrt. Joshua Kimmich, Akanji, Anthony, Chasing Glory, feiere ich sehr, weil Ex-Hertana und so, Matheus Cunha, und da ist irgendwas Blaues, Schola, West McKennie. Es ist ein Blue Wave, Serginho Dest. Wie selten sind Blue Waves? Kann das jemand, hat das jemand schnell auf dem Schirm? Sammelst du Ex-Hertana, also auch Cunha von Atletico? Nee, aber finde ich einfach cool. Ich sammle nur blau-weiße Karten. So, Braganga, Nuno Mendes, Blanco und ich würde sagen, du machst den N'Golo Kanté Rainbow. Die nächste. Blue Lava Refractor 1. Direkt Tactics wieder am Stadion. 1 von 183 Packs ist schon ordentlich, aber Serginho Dest. Auch schwer. Ferran Torres, Future Stars. I need to come down. Nächste Future Stars, die sieht aber irgendwie anders aus. Hans van Aken. Hans van Aken. Hat er unterschrieben? Ein Harvey Elliott. Future Stars Liverpool. Tactics mit der Checkliste. Hans van Aken, bitte nachgucken. De Bruyne, Chalobah ist cool. Erling Haaland, Golazo. Und da ist ein Staub drin. Zack. Wie gesagt, Golazo gibt es auch Gavi, das wäre einer der besten, denke ich. Ein Vlahovic, wie cool ist dieses Bild bitte? Ederson. Hat er nicht, okay.
besser ist es auch. Die Zapata, auch wichtig für Steini. Wichtig für die Steini-Sammlung, dass es einen Duvan Zapata gibt. Dann haben wir einen Hazard, einen Vinicius. Und einen Elanga als Refractor. Kann man mal mitnehmen. Kann man mal mitnehmen. Das war bis jetzt eine Numbered, oder? Ja, Kanté war Numbered bis jetzt, ja. Rafa Guerrero als Refractor. Bim, 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 bim. Packs United, McDonald's, Burger King oder Subway? Im Prinzip eigentlich gar nichts. Ich ess nicht gerne bei McDonald's, Burger King oder Subway, eigentlich. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, eigentlich Subway. Subway, Burger King und dann McDonald's. Hört sich blöd an, ist aber so. Jan Oblak. Xavi Simons. Und das ist ein Antonio Blanco Refractor. Bockwurst. Döner-Teller könnte ich mich reinlegen, wirklich. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich dürfte nur noch ein Gericht essen, würde es ganz klar ein Döner-Teller sein. Ganz klar. Ganz, ganz klar. Ein Charlie Savage. Als Autogramm. Autogramm ist absolut geil. Bloß die Frage ist, wie? Ja, was hat Charlie Savage? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Kann der was? Ist es ein überragendes Talent oder ist es einfach nur so ein... Ne? Man weiß es wahrscheinlich noch nicht, ne? Charlie Savage als Autogramm. Na bumm, tausche gegen Felix. Würde ich nicht machen. Also wirklich, würde ich wirklich nicht machen. Ich finde Savage geiler als ein Felix. Dass du McDonald's an letzter Stelle einstufst, zeigt deine gute Erziehung und deine von Natur aus gegebene Intelligenz. Ja, kann man auch mal mitnehmen. Kannst du mal den bisschen hypen? Wäre gut, wenn der groß im Hype wird. Charlie Savage, das ist ein... Ich weiß noch nicht, ob die... Leute, ich habe den schon so oft spielen sehen, Charlie Savage, das ist... Geisteskrank, was er macht. Ich glaube, das ist der neue. Ja, der neue Bellingham, kann man schon fast sagen. Ich hoffe, der ist Mittelfeldspieler. Ist der Mittelfeldspieler? Sag mir jetzt nicht, der ist Stürmer oder Verteidiger. Schnell Clip und Twitter. Marcus Rashford Refractor. Und es müssen auch noch Numbers kommen, Florian. Zwei Numbers müssten eigentlich noch kommen. Ah, da steht der M. Bin ich doof. Ja. Macht Sinn.
Ich war wieder lost. Und hier kommt, glaube ich, eine Blue Numbered. Eine Blue Wave, oder? Zu 75er. Serginho Dest. Defensives Mittelfeld, eine Minute Champions League, kein Spiel in der Premier League, 19 Jahre, Marktwert von 600.000, vielleicht wirklich ein neuer Borkowski. Sag sowas nicht. Der wird nächstes Jahr Einsatzzeit bekommen wie sonst was. Das wird ein ganz, ganz großer. Und dann hat Florian das erste Autogramm. Glaube ich, das erste Autogramm. Er muss eigentlich. Bellingham Base. Und ein En-Nesyri als Refractor. We built this city. Der wird maximal ein ganz, ganz großer Bruch. Nee. Brandon Aronson ist auch cool. Refractor. Jungi, du kannst dich schon mal bereithalten. Jungi ist als nächstes die vorletzte Box heute vom Jungi. Und das letzte Pack mit einer weiteren Numbered-Karte. Und das ist ein Dani Olmo zu 199. Also noch würde ich die Savage-Karten kaufen, noch hat den keiner auf dem Schirm. Noch sind sie günstig, aber wenn der nächstes Jahr so abgeht wie die Schmitz-Katze, dann ist diese Karte locker 3.000, 4.000 wert. Florian, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt will ich einen Banger von Jungi sehen. Jungi sagt schon links die vierte.